Moinsens YouTubes und herzlich willkommen zurück zu Borderlands The Pre-Sequel. Mal gucken, ob es jetzt was wird mit dem Sieg. Die Dinger sind ja jetzt nicht mehr das Problem, die habe ich jetzt verstanden. Ich hab deine Taktik verstanden, du Idiot. Schütte, heiße Photon. Also nochmal hier rein wieder. Zack, zack. Jetzt stellen wir uns mal ein bisschen hier unten hin und springen jetzt hier hoch. Um die Raketen irgendwie. Jawohl, wir sind perfekt den Raketen ausgewichen. Und wieder. Aber wir haben trotzdem so richtig wenig Life. Zumindest so wenig richtig Schild. So wenig richtig Schild, genau. Das macht Sinn. So richtig wenig Schild, so. Verdammt, wir sind nicht nah genug dran. Jetzt sind wir nah genug dran. Jetzt gibt's hier. Auf die Fresse! Oh nein. Kleines Viech. Dankeschön. Zack, zack. Mal kurz den Raketenwerfer. Komm, weg hier. Mal kurz das anschießen. Jawohl. Komm, jawohl, perfekt. Und nochmal anschießen. Sieht gut aus. Sieht verdammt gut aus. Oh, nee. Mein Rakete wieder nachladen, komm. Drei Schuss sind immer noch drin. Ah, nein. Er ist aber wenigstens nachgeladen. Also kann ich die beiden beim Töten. Zack, zack. So, jetzt habe ich ein Problem. Nimm dies. Hat der gerade so einen Nuke geschmissen oder was war das? So wie der, Alter, wie der RK irgendwas. Das ist ja mal richtig mies dann. Wenn der auch solche Nukes kann, da ist man einfach instant down. Weil irgendwie durch den ultimativen Badass-Modus bin ich eigentlich relativ gut durchgekommen. An sich in der Story. Das war nicht das Problem, überhaupt nicht. Aber hier jetzt, das ist echt hart. Das ist echt hammerhart, ey. Zack. Leben, perfekt. Aber wir sind momentan gut mit Leben. Und mit Leben sind wir relativ gut. Aber halt mit Munition ist ein bisschen die Mangelware. Auch den Laser ist gleich leer. Ist nicht so geil. So, jetzt ist nämlich das auch leer, genau. Wie ich mir fast schon gedacht habe. Aber jetzt machen wir mal hier ein bisschen... Oh nein. Und dies. Kurz mal eben. Ah, shit, ich dachte, wenn ich in diesem Modus bin, bin ich nicht so empfindlich oder so. Kann ja immer mal sein, man weiß ja nie. Hier ist Munition. Ja, ist ja gut. Ich mach ja. Heiße Photonen sind immer kacke. Zielroutine. Von den Dingern komme ich nicht davon irgendwie. Vielleicht, wenn ich mich jetzt hier drunter verstecke. Jawohl, ich hab dich versteckt vor den Dingern. Sehr schön. Mal kurz den Raketenwerfer aus dem Inventar packen, weil die nimmt einfach nur Platz weg momentan. Nehmen wir doch mal hier... Sie hier. Oh, nice. So viel Pistolenmunition. 300 irgendwas mit Pistolenmunition. Oh, nein.
Schild, lad, ich lade dich auf. Ja, das gibt ihm gut, das gibt ihm gut. Ja, ich hatte auf Hälfte gehofft. Aber das wäre auch zu übertrieben gewesen. Hätte ich ihm damit die Hälfte gezogen. Das nochmal kaputt machen, das kaputt machen, perfekt. Jetzt haben wir natürlich keine Munition mehr. Aber jetzt machen wir mit der ein bisschen weiter. Wir kriegen gerade keinen Damage, das ist ganz geil eigentlich. Und mit der nochmal ein bisschen. Ah, die tauschen wir mal kurz aus gegen die andere, die Korrosionsschaden. Die macht nämlich ein bisschen mehr Damage. Was habe ich jetzt gemacht? Raketenwerfer? Nee, Raketenwerfer wollte ich nicht. Hier. Tony Rose? Nee, Tony Rose auch nicht. Wo hab ich sie? Da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter Schwede. Nimm dies. Halb haben wir ihn schon wieder. Irgendwie muss ich hinter irgendwas verstecken. Warum zweimal Raketen hintereinander? Das ist voll unfair. Ja, wir sind den Raketen perfekt ausgewichen. So muss das laufen. Und trotzdem tot. Komm, nimm die Pistolen, jawohl. Pistolenmuni aufgenommen. Nimm dies. Ja, du machst ja eh nichts. Diese kleinen Viecher sind jetzt so gar kein Problem, irgendwie so. Wenn er die Dinger macht, das ist eigentlich auch nicht so das Problem, ihn zu töten. Aber dann kommt diese Raketen wieder und dann sind wir wieder ziemlich am Eimer. Komm, haben wir kleine Gegner, kleine Gegner. Da ist einer. Puh, Glück gehabt. Nimm dies. Ah, mein Gott. Wieso immer hintereinander? Das gibt's doch nicht. Keine Chance. Zack, schnell zur Laserwaffe wechseln. Also unter die Hälfte haben wir ihn jetzt schon, aber... Heiße Photonen, du kriegst mich nicht mit deinen heißen Photonen. Du Lappen. Und die kriegen mich mit ihren... Ja. Oh, das war viel Munition für Pistole. Nein, ich bin in dem Nix gelandet. Oh nein. Gib mir schnell Heilung oder sowas. Zack, zack. Zack, zack. Die sind wieder voll, perfekt. Aber das Problem ist, wenn er jetzt einfach tötet und wir einfach kein Ziel haben oder so. Das wird nämlich gleich wieder der Fall sein. Wenn ich das kenne. Ja, perfekt. Wir haben... Wir sind den Dingern ausgewichen, erfolgreich. Hätte wieder ein bisschen Schild aufgebaut, komischerweise. Manchmal braucht er ein bisschen Schild auf, aber nicht viel. Und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt habe ich nämlich alle Kleinen getötet. Das war jetzt richtig dumm. Okay, richtig dumm war das jetzt nicht unbedingt, aber... Komm, gib mir eine Pistolenmunition. Jawohl, wenigstens ein bisschen Munition an sich. Aber keine gute Pistolenmunition dabei. Zieldinger. Sind wir einigermaßen gut ausgewichen. Wir sind dafür in die Lava gelandet, scheiße. 400 Schuss wieder, sehr schön. Nimm dies. Scheiße. Wo ist ein Kleiner? Kleiner? Da.
shit, ist das denn heftig, ey. Ist das heftig. Das ist auch schon eine 10-Minuten-Folge jetzt schon. Oh nein. Unten wieder irgendwie im Dings gelandet. Das war ein bisschen dumm. Jetzt bin ich mich fast wieder tot. Ja, ich bin tot, shit. Oh, hinter mir ist irgendwo einer. Ein kleiner, jawohl. Sehr geil. Glück gehabt. 2 Minuten haben wir noch den Boni. Den Waffenschaden-Boni. Man sieht ihn auch wirklich, wie er wirkt. Aber das Problem ist einfach, die machen uns so dermaßen kalt. Kommt Munition. Ja, ja, Munition, Munition, Munition. Schande. Nein, nein. Das ist jetzt nicht gerade wahr. Das ist jetzt gerade nicht passiert, oder? Das ist jetzt gerade nicht passiert. Das darf nicht wahr sein. Wir kriegen das Viech einfach nicht tot. Wir kriegen das Viech nicht tot. Aber ganz auf was ich jetzt komisch finde. Hier gibt's das gar nicht dabei, das Lager 13,5. Als Schnellreisestation. Ich will mal ganz kurz gucken, wenn ich jetzt nach Nexus reise, ob ich dann wieder zu 13,5 zurück kann. Weil die Zeit von dem Bonus ist jetzt eh weg. Wir haben noch eine Minute einfach. Nee, eben nicht. Wie scheiße ist das denn bitte gemacht? Nach diesem Fight kann man nicht wieder dahin. Oh Mann. Das ist echt richtig blöd gemacht. Oh, das ist doch. Das ist. Boah, nee. Müssen den Weg gleich wieder laufen. Na komm, wir gehen nochmal hier wieder zur Concordia und gucken nochmal, was wir so aus der goldenen Kiste kriegen. Weil es kann ja nicht angehen, dass wir dieses Viech nicht down kriegen. Das ist ja nicht normal. Das ist ja 2 Level eigentlich über uns. Das ist ja okay. Aber dass es so stark ist. Alter Verwalter. Gut. 12 Minuten ist die Folge schon wieder lang. Dann sage ich wieder danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bei Borderlands, the pre-sequel.